Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Pfeils Grill, Barbecue. Heute machen wir was Cooles, heute machen wir einen Dreieck Schweinebauch im Picanha-Style. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, Zutaten brauchen wir ja nicht viel, wir brauchen ein bisschen Grillpfeffer. Und dann habe ich hier einen Dreieck Schweinebauch, der nennt sich Wurzelwampe, den habe ich bekommen vom Heiko Brat. Und der hat mich auf diese fiese Idee gebracht. Ich habe mit dem zusammengestanden und erzählt, Mensch, über den Schweinebauch, was man so machen kann. Und da sagte der Mensch, ja, so wie Picanha sowas in der Richtung, wäre cool. Und dann sage ich, Heiko, du brauchst da nicht weiterreden, ich weiß nicht genau, was du meinst, das machen wir und das werden wir heute auch tun. Und ja, ich brauche bloß dann dieses Stück Schweinebauch, das ist in dem Fall jetzt so 900 Gramm. Habe hier drüben noch einen Drehspieß. Und natürlich, wie immer beim Grillen, scharfes Messer. Das ist ein scharfes Messer und das ist ein Brett. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, man kann natürlich die ganze Sache auch ohne diesen Dreieck Schweinebauch machen mit normalen, aber ich habe jetzt den von der Metzgerei Brat, also der Heiko Brat, von dem ich erzählt habe, der ist der Metzgermeister. In übrigens Deutschlands beste Metzgereien und von denen kommt auch die alte Wurzel, da habe ich schon ein paar Videos drüber gedreht, eins meiner absoluten Lieblingsfleischstücke. Und die hat dasselbe Problem wie diese Dreieck Schweinebauch, der hat eine Schwarte dran, die du nicht mitessen kannst und deshalb lösen wir die jetzt hier auch schon mal ab. Und zwar mit dem Messer einfach ganz unten dran an der Schwarte gegenschneiden, die ist relativ fest und versuchen so viel wie möglich Fett an dem Schwein dran zu lassen. Und wenn ihr einen guten Tag habt, so wie ich, dann geht das auch relativ viel runter und siehst hier das Ding, ja, keine Ahnung, kannst du vor dem Fenster machen, wenn man der nächste Wirbelsturm droht, aber zum Essen ist dann nichts mehr, macht nichts. Dafür haben wir ja das hier. Und zwar hier ist unser schönes Fleisch, was wir hier haben. Und ich sehe jetzt hier diese Rippenstränge. Siehst du die hier noch, wo die mal drin waren? Das ist ja alles vorbildlich ausgelöst. Und hier werden wir an denen jetzt immer so auf Messerbreite noch so ungefähr 4 von diesen Stücken runterschneiden. 1, 2. Und hier noch mit ich 3, 4. So 4 Stücken, die sind alle ungefähr gleich groß. Jetzt kann man schon erkennen, wie es werden soll. Ich freue mich über so einen Kram immer sehr. Und die werden wir jetzt praktisch so einrollen mit der Fettseite nach außen und werden die hier auf unser Spieß spießen. Dazu ist ein Spieß ja auch da. Ein Spießer? Ja. Spießt ihn in der Hand? Ja, ja. Muss man gucken, dass man Zwischenfinger durchkommt und dabei ein komisches Gesicht machen. Na, komm. Na, die Gefahr ist nicht, dass man sich hier durchspießt, die Gefahr ist beim Durchrutschen, auf die Zicken hier aufzukommen. Aber mir ist jetzt gelungen und ich bin vorsichtig optimistisch, dass ihr das auch schafft. Und dann spießen wir die Jungs hier auf. Hier unten fixieren wir den. Dass er sich ja nicht mehr mitdrehen kann groß. So, zack, dann haben wir Essen drauf. Und die anderen 4 stecken wir jetzt dahinter. So, jetzt haben wir alle drauf. Hier hinten auf den letzten, die werden wir wieder fixieren ein bisschen. Dann machen wir uns die ein bisschen hübsch, dass sie ein bisschen auch so nicht so arg zusammengeklemmt aussehen. So, zack. Und machen die gerade hier auch noch fest. Und dann können wir schon auf den Grill gehen. Wer jetzt natürlich die berechtigte Frage stellt, warum ist das Ding denn nicht gewürzt? Hast du das vergessen? Nee, habe ich nicht vergessen. Wir werden das im Nachhinein mit Salz und Pfeffer, also hier mit dem Grillpfeffer würzen. Weil bei uns würde halt andere nur verbrennen. Und ob wir Salz jetzt vorher oder später ranmachen, ist eigentlich egal. Wenn wir das viel zu früh salzen, haben wir statt einem schönen Stück Bauch irgendwann Bacon rumliegen. Von daher machen wir halt auf die Variante. So, jetzt haben wir ihn aufgelegt. Ich mache rechts einen Brenner an, dann links einen Brenner an, dass wir richtig schön Hitze drin haben. Und natürlich den Heckbrenner. Weil so macht mit dem Heckbrenner viel mehr Spaß, weil der die Hitze schön rangeht und uns das Fleisch nachher schön aufknuspert. Und hier lassen wir die ganze Sache ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde drauf. Dann gucken wir einfach zwischendurch mal rein, wie weit wir sind. Das Fett wird richtig runtertroffen, deshalb habe ich hier diese Fettwanne drunter. Und wenn ihr das nicht macht, habt ihr halt das Problem, dass euch den ganzen Grill einsaut. Ihr könntet natürlich, weil meine Frau auch schon wieder so Fragen guckt, ja auch auf dem Kugelgrill machen, indem ich diese Kugelgrillaufsätze, also einen Kohlenkasten rechts, Kohlenkasten links und in der Mitte den Spieß rüber. Wenn ihr keinen Heckbrenner habt, dann ja, beim Gasgrill, dann grillt ihr halt ohne Heckbrenner. Ist natürlich am Ende des Tages nur der halbe Spaß, weil man nicht so richtig schön aufgeknuspert bekommt. Und jetzt nach ungefähr einer Viertelstunde sehen unsere Freunde so aus. Und ich habe mal erst kurz die Kerntemperatur gemessen, die liegt bei 58 Grad. Also für so einen 3-Inch Schweinebauch wäre der jetzt tatsächlich schon essbar. Bei einem normalen Schweinebauch würde man ein bisschen Richtung 70 gehen. Ich möchte die jetzt allerdings ein bisschen krosser haben, deshalb werde ich doch tatsächlich an die halbe Stunde rangehen. Und ich denke, das ganze Fett würde die Sache in der Mitte trotzdem relativ saftig halten. Das Fett, wenn ihr siehst, wie viel da schon unten drin ist.
Also war die Idee mit der Schale da oben drunter nicht so die schlechteste Idee, die ich mein Lebtag hatte. Geil. Carpaccio an, knapp eine halbe Stunde später und wir schauen nach hier. Tada! Sehr geil. Schön goldbraune Bräunte, die Dinger. Und ich würde sagen, Zeit, die jetzt runterzunehmen, anzuschneiden und zu kosten. Ja, da sind sie jetzt runtergenommen und wie versprochen, schneide ich mal so ein Stückchen hier ab. Ja, ich würde sagen, so würde man Schweinebauch von innen auch erwarten. Also schön saftig, außen schön kross. Einmal einditschen. Und. Also ganz toll. Also du merkst durch diesen Dreigeschmack von diesem Schweinefleisch. Das ist so ein bisschen anders als das von Rindfleisch, als man das gewohnt ist. Das ist so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen käsiger. Und ja, also muss sagen, wenn ihr an so ein Stück Schweinebauch rankommt, was dreigeaged ist, dann macht das auf alle Fälle mal auf so auf die Art und Weise. Wenn er da nicht rankommt, dann nehmt ihr normalen Schweinebauch. Ja, aber auf alle Fälle macht es auf alle Fälle Spaß, mal die rote Serie wieder auszupacken, ein paar schöne Stücke Fleisch aufzustecken und ein bisschen Spaß mit zu haben im Picanha-Style. Wenn ihr Spaß hattet an diesem Video, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über den Edel oder anderen wohlwollenden Kommentar über ein Abo, entweder bei Klaus Grillt oder bei einfach Klaus. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Schön, wa? Sieht toll aus. Lecker.